Moin moin und willkommen zu Alien Isolation. Ja, nachdem der Vorgänger Alien Colonial Marines ja nicht so gut bei den Spielern ankam, wurde dieses ganze Koop-Online-Shooter-Konzept über Bord geworfen und stattdessen bekommen wir jetzt ein bisschen Survival-Horror und wie ihr wisst, bin ich dafür immer zu haben. Vor allem, wenn es dann noch im Weltraum spielt, das ist dann quasi mein perfektes Spiel und die Erwartungen sind groß. Deswegen würde ich sagen, starten wir gleich. Ich habe ja auch schon angekündigt, dass ich das hier Let's Playen werde. Überlebensmodus? Ja, keine Ahnung. Hauptkampagne spielen. Genau. Spiel starten. Was ist das denn? Aktiviertes Head-Tracking verfolgt PlayStation-Kamera. Nee, nichts mit der Kamera, das möchte ich bitte nicht. Ich spiele übrigens die PS4-Version, wie ihr eventuell gerade schon gelesen habt. Mit der PlayStation-Kamera mache ich alles nicht. Und wir spielen auf Mittel. Denn schwer, habe ich mir sagen lassen, soll wirklich sehr, sehr schwer sein. Und es muss ja nicht unbedingt sein. Man soll ja hier entspannt durchkommen, zumindest möchte ich das. Ich mach's mal ein kleines bisschen heller, weil YouTube das ja eh abdunkelt. So, dann bin ich jetzt eigentlich erstmal ruhig, weil jetzt kommt bestimmt eine kleine Intro-Sequenz. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß,
warum sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrens anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. Okay, gut. So viel dann dazu. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht genau zwischen welchen Filmteilen das ja quasi spielt. Das spielt ja irgendwie mit im Filmuniversum. Ich weiß auch nicht zwischen Teil 1 und 2, zwischen Teil 2 und 3. Keine Ahnung. Und ich muss auch sagen, ich kenne nur den ersten Alien-Teil und dann halt noch Prometheus, der ja jetzt 2011, glaube ich, dann rauskam. Das heißt, so ein bisschen Background-Story, wenn ihr das wisst, wäre ganz cool. Könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wann das genau spielt. So, melden wir uns erstmal an. Ripley, yo. Ja, wir sind ja wahrscheinlich gerade aus diesem komischen Kälteschlaf, oder wie die es genannt haben, aufgewacht. Was stand da gerade? Erkunden Sie die? Sind wir jetzt schon in der Nostromo? Das ist ja der Ort, wo sich quasi alles abgespielt hat, wo das Alien dann war. Ja, wir sehen sogar unsere Beine. Ey, das ist so cool. Es sieht auch wirklich, wirklich gut aus. Also gerade so in den Trailern hat man ja schon so den ein oder anderen Flammeneffekt gesehen vom Feuer. Das sah so gut aus. Ich denke mal, das wird schon noch eine Augenpracht werden. So. Müssen wir eigentlich was Bestimmtes machen? Da stand, glaube ich, gerade nur, erkunden Sie irgendwas. Ich habe es nicht bis zum Ende gelesen, deswegen weiß ich auch nicht, ob wir jetzt schon auf der Nostromo sind. Ah, das ist so schön. Ich liebe ja den Weltraum. Also alle, die auch mal Dark Souls oder so gucken, wissen ja, dass ich ganz, ganz oft davon schwärme. Fremde Welten entdecken und so Raumschiffe, und das finde ich alles total faszinierend irgendwie. Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Der Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen. Ich werde nach ihr schauen. Sie sollten sich besser umziehen, Ripley. Verlaine wird uns bald zusammenrufen. Okay, also sind wir wahrscheinlich auf dieser Torres oder was er gesagt hat. Und nicht die Nostromo, okay. Aber die soll ja sehr ähnlich aufgebaut sein. Also der Film, also der erste Alien-Teil, der kam gestern übrigens im Fernsehen. Also heute ist Release-Tag, der 7. Oktober. Ich weiß nicht, ob ich noch schaffe, das heute hochzuladen. Aber auf jeden Fall kam gestern im Fernsehen der erste Alien-Teil. Habe ich dann mal nachgeholt. Denke, dass so zum Auftakt war das ganz gut. Und mal sehen, ich denke mal, die anderen Filme werde ich jetzt auch so nach und nach parallel halt zum Spiel nachholen, damit ich auch so ein bisschen was an Background-Stories erzählen kann. So, und ich soll jetzt diese eine da aufwecken, aber hier war doch gar keine mehr. Gibt es noch so eine Kammer? Noch eine Hyperschlafkammer. Nicht Kälteschlaf, ja. Ich habe gerade meinen Fehler selbst gemerkt. Gehen wir mal hier lang. Genau, da nicht viel machen, also. Hö, was habe ich denn jetzt gerade gemacht? Hä? Moment. Ach so. Okay, cool, wir können uns also ein bisschen umsehen. So nach vorne. Oh, ja, nett. Was können wir noch? Noch nix. Okay. Taylor,
Guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass Ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und Sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Sie sollten sich besser umziehen, bevor Villain uns versammelt. Okay, wer ist denn eigentlich ihre Mutter? Kennt man die schon aus Alien 1, also aus dem ersten Film? Ich weiß nicht, das ist gerade noch ein bisschen viel an Informationen, da ich jetzt nicht der Experte im Alien-Universum bin. Kann ich da leider noch nicht so viel zu sagen. Aber wie gesagt, das hole ich wahrscheinlich alles nach, so Parallelen. Vielleicht haben wir auch so einen Alien-Experten unter uns, der uns da so ein bisschen aufklären könnte. Terminal zugreifen, ja, machen wir mal. Und bekommen eine Trophäe. Schön. Für was auch immer. Ach so, das sind so kleine Textlogs, oder? Gut, die werde ich zeigen. Die werde ich aber nicht vorlesen, weil das ist, glaube ich, für Atmosphäre nicht gut, wenn ich mich ständig verspreche. Das mache ich auch so schon oft genug. Deswegen, ich werde mir das kurz durchlesen. Das könnt ihr auch machen. Wahrscheinlich alles noch so ein bisschen Background-Story. Auch 2122 sind wir, das ist auch gut. Mal gucken, ob wir wirklich 2122 wirklich so weit sind. Ob wir dann wirklich mit Weltraumforschung so weit sind. Würde mich ja mal interessieren. Überflogen. Ja, alles ein bisschen Background kam. Wen es wirklich sehr, sehr doll interessiert, der darf gerne auf Pause drücken. Also ich werde auf jeden Fall alles zeigen. Aber nicht zu lange. Soll ja auch weitergehen. Verstehe ich mal gerade da gerade wirklich was? Weil ich habe ja meinen Fernseher mal sehr leise, damit es dann keine Rückkopplung mit meinem Mikrofon gibt. Deswegen, ich höre gerade nur ein Rauschen und ein leises Reden. Aber na gut, das höre ich dann hier in der Aufnahme. Vielleicht auch blöd, da muss ich mir auch mal irgendwie was einfallen lassen, dass ich mal auch ein bisschen lauter den Sound haben kann. Aber das sieht so gut aus. Es sieht so gut aus. Es sieht wirklich fast aus wie im Film. Irgendwie, weiß ich nicht. Sehr, sehr hübsch. Aber wir haben keinen Schatten. Na gut, oder? Haben wir einen Schatten? Nein, keinen Schatten. Schade. Das ist wirklich schade. Ich kenne wirklich kaum ein Spiel, wo man aus der Ego-Perspektive seinen Körper sieht und dann noch einen Schatten hat. Bleibt wohl auch erstmal ein Traum. So. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Ich habe schon wieder vergessen. Oh, ich bin gerade noch so begeistert hier. Allein vom Raumschiff, von der Grafik. Das ist so schön. Jetzt war ein bisschen blöd, dass ich nicht weiß, wo ich hin soll. Moment, hier waren wir doch schon. Nee, da nicht nochmal hin. Oder ging es hier noch weiter? Klar, da hinten ist noch eine Tür. Jo. Okay, aber hier ist rot. Tür verschlossen. Sagt die uns denn noch was? Oh, das fängt gut an. Da kriege ich jetzt wieder Geflamer. Bestimmt wurde uns sogar gesagt, was wir jetzt machen müssen. Hm.
Das fängt sehr gut an. Vielleicht muss ich ja hier noch mal zu dem anderen Typen hingucken. So, geht das dir denn wenigstens auf? Nee, auch nicht. Stimmt, war auch verschlossen. Ah, oh, was muss ich denn jetzt machen? Vielleicht muss ich ja noch mal in den Hyperschlaf. Noch ein kleines Nickerchen machen und dann geht's los. Daher wahrscheinlich auch noch nicht lang. Nö. Cool. Och Mann, ey. Ich hoffe, sowas passiert nicht so oft, weil das finde ich immer selber nervig, wenn ich nicht weiß, was ich machen muss. Ach, jetzt können wir hier durch. Okay. Ach ja, wir sollten uns ja umziehen. Klar. Dann mach mal. Achso, duschen. Ja. Duschen kann man auch erstmal, ist okay. Die Kamera könnte ruhig ein bisschen weiter oben sein. Das nur so am Rande. Okay, Klamotten. Ne, erstmal Terminal. Ich kann auch nackig rumlaufen, ist kein Problem. Das Alien mag mich am liebsten nackig. Okay. Wie gesagt, ich werde das immer so für mich lesen, weil erstmal dauert das Vorlesen ein bisschen lange, finde ich. Und ihr könnt ja alle selber lesen. Außer ihr wollt, dass ich das vorlese, aber dann garantiere ich nicht, dass ich das fehlerfrei vorlese und dass es ein bisschen länger dauert. Aber das könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es lieber haben wollt. Ob jeder für sich liest, ob ich das dann kurz so zeige, überfliege oder halt wirklich ganz ausführlich. So. Gut. Brücke, alles klar. Ich glaube, das ist auch die gleiche Kleidung, die die auch in den Filmen anhaben, logischerweise. Aber ist ganz cool. Ich muss wirklich sagen, wenn das jetzt echt ist wie der erste Alien-Film, den ich ja erst seit gestern kenne, aber der war trotzdem noch gut, trotz seiner 35 Jahre, die ja mittlerweile alt ist. Und war da noch was? Aber wenn der Film wirklich so in die Richtung geht, das Spiel, dann wird das sicher extrem cool. So, was mach? Ach so, speichert überschreiben. Ah, ja, machen wir. Speichern. Ah, okay, dann ist das also wie bei Dead Space, dass es quasi so kleine Speicherstationen gibt. Finde ich gar nicht verkehrt. Dann ist nämlich dieser Horrorfaktor ein bisschen größer, weil man nicht andauernd ein Autosave hat und dann eh nur 5 Sekunden nochmal spielen muss, wenn man stirbt. Finde ich gar nicht verkehrt. Finde ich sogar ganz gut. Die Brücke, die müsste ja da sein. Es sieht wirklich alles aus wie bei der Nostromo, obwohl das hier die Torres ist oder was er gesagt hat. Aber er meint auch, die sind sich sehr ähnlich, die Schiffe. Moment, hier leuchtet es grün, kann ich da dran? Ja, cool. Ladungspack, okay, was auch immer das ist. Okay. Ja. Einfach alles mitnehmen. Immer looten. Alles in die Taschen stecken, was geht. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein und raus. Connor, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Oh, es ist so cool. Ich liebe den Weltraum. Das ist echt Paradies für mich, ne? Ist das cool? Moment, ich muss jetzt wirklich erstmal kurz rausgucken.
Es ist so cool, auch wenn es gerade statisch ist und wir uns, glaube ich, gerade überhaupt nicht bewegen. Es ist trotzdem schön. So. Für mich ist das toll. Okay, was muss ich denn jetzt machen? Einsatzdokument abholen. Okay, Einsatzdokument abholen. Ist das so, dass wir jetzt immer einen Einsatz bekommen, dann quasi ein Level spielen und dann wieder hier sind oder wie? Na egal, ich würde sagen, da sehen wir im nächsten Part. Ja, ich weiß noch nicht, wann ich das immer hochlade. Ich denke mal, ich werde das auch Dienstag und Donnerstag machen. Dann kommt ein Part Dead Space 3 und dann halt danach immer noch Alien Isolation. Oder Isolation. Isolation oder Isolation? Isolation, glaube ich, ne? Ist ja auch egal. Ja, aber ich denke mal, Dienstag, Donnerstag, wahrscheinlich dann auch Samstag, vielleicht auch Sonntag. Also je nachdem, wie viel ihr davon sehen wollt, werde ich dann halt mehr oder weniger davon hochladen. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Ein bisschen Feedback wäre cool, wie ihr das Projekt empfindet. Natürlich wieder, wie immer, ein Like, Kommentar ist klar. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann im nächsten Part von Alien. Das ist aber auch schwierig. Alien Isolation oder Isolation. Ich weiß es nicht, ist auch egal. Bis zum nächsten Part.